Hi Leute, wollte nur mal kurz einen kleinen Tipp, wenn ihr in Thailand unterwegs seid bezüglich Kokosnüssen. Und zwar, normalerweise, wenn man die Kokosnüsse kauft, dann sind die immer am Rand so angeschnitten, weiß und der Rest ist so ein bisschen grün. Und die Ränder sind so abgeschnitten oder abgehackt mit einer Machete. Und dann normalerweise, also so über 90%, sag ich mal, der Kokosnüsse, die man so kauft, die sind dann eingelegt in so Chemiezeugs, in Bleichmittel, hat mir eine Österreicherin verraten. Und zwar machen die das einfach damit, keine Ahnung, die Touristen mögen es einfach, wenn die weiß ausschauen. Und überall findet man halt diese Kokosnüsse, weil normalerweise, wenn man die anhackt, dann werden die auch nach einer Zeit, je nachdem wie scharf das Messer ist, spätestens nach 10, 20 Minuten, werden die so braun und sind dann nicht mehr weiß. Und deswegen legen die die über Stunden oder Tage in Bleichmittel ein, hat diese Österreicherin gemeint. Und zum einen schauen sie dann einfach weiß aus, das mögen die Touristen halt einfach. Und zum anderen schmecken sie halt dann auch noch süßer. Also das geht auch noch ins Wasser rein. Also wenn ihr irgendwo Kokosnüsse kauft, dann fragt einfach nach grünen Kokosnüssen. Sagt no chemicals, und oft haben auch die Fruchtstände oder so, wo Kokosnüsse verkaufen, einfach hinten dran grüne Kokosnüsse, ganz normale, die sind komplett grün, dann hacken sie die halt einfach direkt auf und kann man die trinken. Und die legen die oft selber dann noch nachträglich in das Chemiezeug ein, in Bleichmittel, hat die gemeint, wäre das. Und ja, fragt einfach nach grünen Kokosnüssen, no chemicals. Und normalerweise findet man die schon überall. Ja, nur so als kleiner Tipp. Ja, Thailänder machen schon verrückte Sachen manchmal. Ja, muss man einfach ein bisschen aufpassen. Man muss eh alles immer hinterfragen. Und ja, sollte auch kein Problem sein, einfach grüne Kokosnüsse, ganz normale, wie sie halt vom Baum abgehackt werden, zu kaufen. Wollte ich nur mal loswerden. Macht's gut, Leute. Ciao.